Ja, Leute, holt euch einen Kaffee, lehnt euch zurück, es wird spannend. Ja, herzlich willkommen bei MoWatch. Mein Name ist immer noch Peter und ich habe hier eine Daytona-Hommage. Das ist nicht schwer zu erkennen hier mit dem schwarzen Ziffernblatt. Ich habe auch eine hier mit dem weißen Ziffernblatt. Und ja, die original Rolex Daytona ist ja aktuell nicht zu haben. Kostet auch 30.000 Euro. Diese hier kostet gerade mal 0,5% davon. Und ob die was taugt, das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Ja, wie bei Pagani Design üblich, kommt die Uhr in einer blauen Box. Auf der Box findet man den Pagani Design Schriftzug und das Logo. Und in der Box ist auch unter anderem ein Mikrofasertuch enthalten. Aber die Verpackung soll uns jetzt nicht weiter interessieren. Die ist ja ziemlich einfach gehalten. Es geht ja schlussendlich um die Uhr. Und was mich beim Auspacken sofort fasziniert hat, war die tiefschwarze, wunderschöne Lünette. Sie ist aus Keramik und hat wirklich ein beeindruckendes Feuer. Beim ersten Anblick hat mich diese schon sofort in ihren Bann gezogen und ich dachte mir nur, wie kann so eine günstige Uhr so wunderschön sein? Aber schauen wir uns die Uhr mal genauer an. Die Gehäusehöhe ist 11,5 mm und sie liegt somit ziemlich flach am Handgelenk auf. Der Gehäusedurchmesser ist 40 mm. Und das Armband ist im Original Rolex Oyster Armband ziemlich nachempfunden. Es hat polierte Mittelglieder und satinierte Außenglieder. Auch die Kanten des Armbands sind nicht scharfkantig, sondern schön angenehm abgerundet. Die Faltschließe kommt mit einem Sicherheitsbügel und auch eine Tauchverlängerung ist am Armband vorhanden. Die einzelnen Glieder sind auch nicht gestiftet, sondern hochwertig verschraubt. Insgesamt ist zu sagen, dass das Armband wirklich sehr hochwertig verarbeitet ist. Es gibt eigentlich nichts zu bemängeln und es lässt sich super angenehm tragen. Auf der Gehäuserückseite findet man einen Edelstahlboden mit dem eingravierten Pagani Design Logo und der Modellnummer. Auch wie man hier im Bild schön sehen kann, hat der Gehäuseboden einen Sunburst Effekt. Ja, aber Pagani Design, das habt ihr wirklich sehr gut gemacht, habe ich so noch nie gesehen. Auch verrät der Schriftzug auf der Rückseite, dass die Uhr 100 Meter wasserdicht ist. Aber kommen wir zur Vorderseite. Das wunderschöne weiße Ziffernblatt wird geschützt von einem hochwertigen und kratzfesten Saphirglas und ebenfalls ist die Keramiklünette sehr kratzfest. Die Drücker an den Chronographen sind verschraubt, wie auch bei der originalen Daytona und auch die Krone ist verschraubt und mit einem schwarzen Dichtungsring ausgestattet, was eben die 100 Meter Wasserdichtigkeit garantieren soll. Was mir besonders gut gefällt, sind die schwarzen Ringe um den Totalisatoren. Sie glänzen wirklich wunderschön im Licht. Den Chronographenzeiger kann man dauerhaft laufen lassen, allerdings stellt er sich nach einer Stunde wieder auf 12 Uhr automatisch zurück. Auf 6 Uhr findet man eine kleine Sekunde und darunter steht Japan Movement. Das soll eben das japanische Quarzwerk bezeichnen, das von Seiko geliefert wird. Für mich auch sehr praktisch ist die Datumsanzeige, welche ja die Original-Daytona nicht hat. Die Uhrzeiger lassen sich butterweich und sekundengenau einstellen, was wirklich ein sehr angenehmes Gefühl bietet. Ja, und was fehlt jetzt noch? Genau, die Leuchtmasse. Die möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Diese schöne Daytona Hommage bietet eine grüne Leuchtmasse an den Zeigern und an den Indizes, wie du hier sehen kannst. Ja, für den Preis absolut in Ordnung. Und wie ich finde, hat Pagani Design das auch sehr schön gemacht. Ja Leute, kommen wir nun zu meinem Schlussfazit und wie immer meine persönliche ehrliche Meinung. Ich bin ja ein Riesenfan der Rolex Daytona, aber ich möchte keine 30.000 Euro für eine Uhr zahlen und man bekommt diese Uhr auch gar nicht. Das ist Fakt und deshalb habe ich mich nach einem Ersatz umgesehen. Ein Fake kommt für mich nicht in Frage, daher bietet sich diese Hommage-Version an.
Im Thumbnail habe ich ja geschrieben, Daytona für Arme? Aber das ist absoluter Blödsinn, denn hier bekommt man wirklich eine Uhr, die deutlich, deutlich hochwertiger aussieht als das, was sie wirklich kostet. Man bekommt hier eine Uhr mit Saphirglas, mit einer Keramiklünette und auch einem hochwertigen japanischen Quarzwerk. Natürlich ist das viel günstiger als ein Automatikwerk, aber irgendwo muss man ja auch bei diesem Preis einsparen. Diese Uhr ist bei mir mittlerweile ein fixer Bestandteil meiner Sammlung und ich möchte sie auch nicht mehr missen. Sie ist mein Daily Rocker. Ich habe sie gerne bei der Arbeit an, weil sie eben auch eine Datumsanzeige bietet und ich sie einfach wunderschön finde. Das sportliche Design lässt sich auch zu jedem Kleidungsstück tragen. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn dir diese Uhr auch gefällt, dann brauchst du nicht lange überlegen, für diesen Preis bekommst du garantiert nichts Besseres. Ich kann diese Uhr absolut nur empfehlen, ich trage sie selber regelmäßig am Handgelenk, bin nach wie vor begeistert von dieser Uhr. Und ja, falls ich jetzt auch dein Interesse an dieser Uhr geweckt habe, dann klicke auf den Link unter diesem Video, dort kommst du direkt zur Uhr und kannst dir mal alle Farbvarianten ansehen. Da ist garantiert auch eine für dich dabei. Vergiss auch nicht, MoWatch zu abonnieren, falls du das noch nicht getan hast. Und natürlich würde mich auch jetzt brennend deine Meinung zur Uhr interessieren. Schreibe jetzt einen Kommentar. Wir sehen uns ansonsten beim nächsten Mal und tschüss.